Einen wunderschönen Leute, willkommen zu einem neuen Video mit mir und dem Björn. Ja, hallo zusammen. Wir machen heute an einem M54 B22 die KGE Kurbelgehäuseentlüftung, korrekt. Die sitzt irgendwo da ganz unten drunter. Ja. Echt? Ja, zeig mir den Karton, wir haben eine neue von Weico. Die habe ich ja schon Ewigkeiten, die passt aber tatsächlich halt auch auf den, weil die für den M54 ist. Zeig jetzt, Mensch, wo hier loslegen. Da sind alle bei, alle Schläuche. Und warum machen wir das an diesem Motor? Meine größte Vermutung, warum der Öl verbrennt ist, die KGE, und weil hier jemand einen sogenannten nicht originalen Schlauch verbaut hat, der super fest sitzt. Nicht? ist halt mit einer der ersten Vermutungen, oder? Ja. Na, also mehr oder weniger meine Vermutung KGE, weil er bläut, und das Geräusch aufgrund von Öl. Dann werden wir mal gucken, warum der Kühler nicht richtig hier verbaut wurde. Der sieht nämlich nicht ganz richtig drinne aus. Da müssen wir mal gucken. Jetzt hier alles nicht ganz. Dass das ja einfach ein bisschen höher wäre. Also da müssen wir jetzt auch nochmal gucken. Aber wir kümmern uns als allererstes um die KGE. Das bedeutet erstmal ein bisschen was hier rundherum abbauen. Ne? Genau. Wie ich schon gesagt habe, Verkleidungen müssen runter und die Ansaugbrücke muss runter, glaube ich zumindest bei dem. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die... Ach, unten angekommen, zum Glück. Bevor wir jetzt rumhantieren und irgendwie einzelne Schläuche versuchen, weil der hier ist ja sowieso Matsche, das ist mit meiner Meinung nach mit der Hauptgrund, weil, guck mal, ach, hier ist ein Loch drin auch noch. Ja, der ist, guck mal, wie er sich aufgelöst hat. Also ich habe den gerade angefasst und wollte ihn hochklappen und der bricht in sich weg. Guck mal. Der ist komplett kaputt gebröselt hier. Komm, ich kann so abziehen. Also das wird 100% unser Fehler sein. Also dass die KGE kaputt ist, ist hiermit ja ohne Probleme bestätigt. Und dass er Falschluft hatte hier. Ja. Und Falschluft hat damals bei mir, bei meiner Mutter im Auto, da war diese Leiste hier gebrochen. Weil der Wagen, von dem wir den Motor damals hatten bei meiner Mutter, der war ja aus einem E46 und ist auf den Kopf gerollt gewesen. Ja. Also quasi hat einen Unfall gehabt und lag auf dem Kopf. Das Ding ist, dass die ja einen Sensor haben, dass sie dann ausgehen. Ja, also ja. Die laufen nicht mehr weiter dann. Aber beim Ausbau oder bei der Motorhaube haben die hier hinten diese Leiste beschädigt. Und die war hier hinten ganz leicht gebrochen. Ich weiß nicht mal, ob du sogar dabei warst, wo wir den... Irgendeiner war dabei, wo wir den gestartet haben. Und da hat er sich nämlich auch so angehört. Der hat ganz leichtes Klackergeräusch gemacht, immer mit einer bestimmten Drehzahl. Und wenn das jetzt hier Falschluft ist, ja, also ich sag, das ist schon sehr. Okay, ja, dann würde ich sagen, mal bauen wir hier mal weiter ab. Hier habe ich auch schon was gefunden, was mir nicht ganz gefällt. Kannst du mal zeigen? Na, der Luftbalken, ne? Luftbalken ist ja wahrscheinlich kaputt. Den habe ich jetzt aber nicht da. Da müssen wir mal gucken, ob der wirklich komplett kaputt ist oder ob der wirklich nur so teils. Weil dann ist es... Das ja, ist nicht warum, okay. Warum machen die wohl Klebeband? Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der wird auf jeden Fall da Falschluft ziehen. Dann muss ich ihn gleich bestellen. Ich habe leider auch keinen Motor mehr, wo ich ihn mopsen kann oder so. Wo wir sagen können, hey, wir können mal testen oder sowas. Aber ja. Im schlimmsten Fall müsst ihr den bestellen. Das ist auch, glaube ich, der obere Teil. Ja, das ist der obere Teil. Der hier, der ist einfacher zu wechseln. Das geht noch. Weil der besteht aus zwei, drei Teilen. Und ich sehe, hier unten ist auch gebrochen. Guck mal, hier kannst du das sehen. Schön gebrochen. Also wird das, denke ich mal, auch einen Teil dazu beitragen. Hier sehe ich auch schon was hier oben. Guck mal hier. Unterdruckschläuche, die so aussehen, bitte ersetzen. Ja, guckt euch das mal an. Jetzt. Ja. Also wenn die so aussehen, bitte ersetzen, weil die bröseln in sich weg und sind schon meistens innerlich kaputt. Das ist auch nur so ein kleines Stück. Guck mal, das geht nur von da bis hier. Yeah. Das ist ein 10-Cent-Artikel. Ich habe bei meiner Mutter damals, weiß ich, hier hinten sind auch 3 oder 4 Stück, meine ich. Die habe ich auch alle ersetzt. Die waren auch alle kaputt. Ich fühle schon, hier ist auch einer, der ein bisschen sich, aber der fühlt sich okay an. Aber sehen wir ja gleich, wenn die Ansaugbrücke runter ist, von ja. Daher. Ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Ansaugbrücke langsam runter und ihr habt einen Timelapse davon, weil wie die Ansaugbrücke runter geht, glaube ich, sollte jedem klar sein, alles abbauen, was drumherum ist.
Warum da Geowand drüber war? Kannst du die hier zeigen? Kannst du auch die zeigen? Die ist nämlich nicht kaputt, das Ding. Das hier? Ja, und wenn das kaputt ist, wackelt das da drinnen komplett, so, das ist kaputt. Okay, nee, das ist aber fest. Nee, das ist definitiv fest, das heißt, da haben wir auch keine Probleme. Vielleicht kommen wir drumherum, die andere Brücke abzubauen, sehe ich gerade. Wenn wir hier alles drumherum wegbauen, kommen wir sehr wahrscheinlich da dran. An den Schlauch vom Peilstab komme ich so dran, also von daher glaube ich jetzt nicht, dass das so viel schlimmer wird, als ich denke. Drosselklappe. Bitte schön. Oh, die ist voll fresh. Das ist wirklich gar nicht dran. Ja, wirklich nicht. Okay. Ja, von innen ja, aber das ist ja normal, das ist ja normal. Aber die hat keinen Dreck von außen mit halt reingezogen, ne? So, der ist jetzt hier auch frei. Und jetzt kommen wir tatsächlich an die KGE ran. Ja, jetzt kommen alle Sachen der KGE ran. Okay, dann. Wie ist denn die fest? Kannst du mir die neue übergeben? So wird die festgeschraubt. Und das ist der Schlauch, der nach oben geht. Den sehe ich gerade gar nicht. Oder das ist der nach oben geht? Ja, ja, genau. Einer von den beiden, ja. Das da hinten, das ist die KGE. Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen, seht ihr, wo die ist. Die ist unter der Ansaugbrücke hier hinten. Hier ist die Drosselklappe verbaut, auf der Seite da. Die haben wir ja schon abgenommen. Hier oben seht ihr den, ne? Die haben wir schon abgenommen. Und dann kommt der hier unten an die KGE ran. Die ist mit zwei 30er Torx, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, fest. Die werde ich jetzt mal rausschrauben. Und gucken, ob wir die da rausbekommen. Das wäre nämlich einfacher, als die ganze Ansaugbrücke abzubauen. Und Leute, ich muss mich entschuldigen. Das sind 25er Torx. Kein 30er, ja? Es tut mir leid. Ja, tatsächlich. Die ist lose. Das ist nicht so einfach. Nee. Oh. Ah, einen habe ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ja. Ich glaube, wir haben unser Ölproblem gefunden. Oha. Der ist, Alter, hier läuft so viel Öl. Guck mal. Guck mal da, wie voll der ist. Da läuft nichts mehr in die Ölwanne ab. Guck mal, meine ganzen Finger sind voll. Das heißt, der haut das alles schön in den Rennraum. Genau, der haut das, der bleibt oben in der KGE, bleibt das stehen. Ihr müsst es euch so vorstellen, hier ist eine Membran drin, die quasi Luft durchlässt, aber Flüssigkeit nicht. Und wenn das Ding halt so da drin eingebaut ist, dann, das ist jetzt der Schlauch hier unten, kommt hier unten dran, an die Stelle. Ja. So, die Luft soll hier wieder durchgehen, ne? Die soll hier zirkulieren. Aber das Öl soll nach unten in die Ölwanne abgeführt werden. Dieser Schlauch hier unten steht ja voll mit Öl. Guck mal, hier. Ja. Hier oben ist Öl. Der läuft nicht mehr ab. Ja, Das bedeutet, dass dieser Schlauch verhindert hat, sehr wahrscheinlich ist das Öl unten so voll mit Scheiße. Guck mal, ich kann das so hoch und runter machen. Guck mal. Ja. Guck mal, da kommt Öl raus. Der wird sehr komplett voll sein. Auch der Peilstab selber, den machen wir gleich komplett raus. Und werden den mal durchpusten. Und das bedeutet, dass das Öl nicht mehr abfließen kann und deswegen der immer wieder Öl verbrannt hat. Das ist so ein Standardproblem und deswegen werden die Autos halt auch meistens weggeschmissen, weil, also so doof das klingt, ich habe den Wagen ja relativ günstig abgekauft, aufgrund der Tatsache, dass er halt ja hinten raus blau gequalmt hat. Warum hat er blau rausgequalmt? Weil immer wieder Öl in der Ansaugbrücke stand. Also das durch die KGE so weit hochgekommen ist, dass es angesaugt hat. Zwar nicht viel, während der Fahrt hat man es gar nicht bemerkt, aber ihr seht ja, das dürfte nicht sein. Da dürfte nichts sein. Das Öl müsste einfach zurückgeführt werden in die Ölwanne. Und es steht in einem Schlauch, der in die Ölwanne führt. Das heißt, die KGE wird sehr wahrscheinlich selber sogar gar nicht kaputt sein, schätze ich mal. Aber der Schlauch nach unten wird voll sein und sehr wahrscheinlich zu voll geschmockt, sodass dass das nicht ablaufen kann. Ja. Und der Schlauch ist auch dabei, das ist der hier. Das müsste der hier sein.
Der hier, ja. Das ist der Schlauch, der unten auf den Peitstab kommt und der kommt unten neu in die KGE rein. Und dann ist der Schlauch auch. Das heißt, wir brauchen den nicht sauber machen oder sowas. Wir schmeißen einfach weg. Und machen neu. Und machen direkt einen neuen rein. Pusten den Peitstab einmal nach unten durch, weil das kann auch der Fehler sein, dass einfach im Peitstab irgendwie ein Dreck zwischen ist oder sowas halt. Aber was eigentlich nicht sein sollte, logischerweise. Aber das ist das meiste Problem, wie man eigentlich die KGE feststellen kann, wenn das bläut und ihr merkt, dass ihr ein bisschen Ölverbrauch habt an sich. Weil normalerweise wird das Öl ja wieder in die Ölwanne zurücklaufen. Und damit wäre das Öl eigentlich wieder in der Ansaugbrückung, wieder im System. Ergo, er wäre nicht leerer. Aber das, guck mal, ihr seht es ja jetzt immer noch. Guck mal, wie lange wir jetzt geredet haben und der ist immer noch voll, der Schlauch. Und der Wagen ist bis heute nicht, also ist heute nicht gestartet worden. Der stand seit 2 Tagen. Ja, Wochenende. Ja, stand er jetzt und das läuft einfach nicht zurück, das Öl. Das heißt, der ist definitiv kaputt. Oh, jetzt gucken wir mal, ob wir den Rest rauskriegen. Ich liebe es, wenn ich recht habe. Oder? Yep. Liebe ich es, wenn ein Plan funktioniert. Nur noch unten hängt er. Kommst du da dran? Ah, Abi. Ist raus. Alter, da steht so viel Öl drin, das muss... Ey. Guck dich das mal an da. Da müsste Öl rauslaufen. Ich habe das gerade schon halbwegs gesehen. Guck mal da. Ist da Öl? Ja, man sieht so. Ja, das ist noch feucht, das auf jeden Fall. Ja. Jetzt musst du es sehen. Von meiner Seite läuft es sogar schon. Also hier, wenn ich jetzt hier hinfasse. Guck mal da. Ja. Das ist unglaublich. Kann ich auch von hier leuchten? Ja, kann ich, Chef. So? Ja. Unglaublich. Hier ist überall Öl. Quasi die ganze Ansaugbrücke ist voll. Die ganze Ansaugbrücke ist komplett voll. Ja, guck mal hier rein. Das habe ich ja zwar eben schon gesehen, so halbwegs, aber guck mal da rein. Die ist ja komplett voll. Ja. Was ist das? So. Alles voll mit Öl. Ganze Ansaugbrücke. Ja, hier ist los. Oder? Ja, guck mal. Das war gut. Auch Öl dran? Ja. Okay. Der hat sich schon erledigt. Der hat sich schon erledigt, ja. Na komm. Hängt noch ein bisschen, aber ist schon lose. Ich habe es schon hier in der Hand. Noch ein oder zwei Schläuche, die das da ein bisschen blockieren. So, eigentlich müsste so rausgehen. Na komm. Ah, warte mal, hier habe ich ihn. Den habe ich übersehen. Also die beiden hier oben gehen, glaube ich, da durch. Jetzt, Alter. Jetzt hat der Schlauch aufgegeben und die KGE ist kaputt. Endlich. So kann man die auch ausbauen. Ah, guck mal hier. Nur Öl drin. Das ist der eine kaputte Schlauch nach oben. Weißt du, was das Problem ist? Dass die Schläuche gebrochen waren. Und deswegen kannst du die nicht richtig abmachen. Wie willst du denn oben drauf drücken und du kannst oben nicht ziehen, ja, um die abzubekommen? Aber wir können behaupten, es wären auch die ersten, oder? Ich würde fast sagen, es sind die ersten, ja. Ich würde zu fast 100% sagen, es sind die ersten. Aber wobei, ich habe jetzt noch kein BMW-Logo gefunden hier drauf. Kann natürlich auch die zweite sein, ne? Aber gucken wir mal, wenn der Rest jetzt raus ist. BMW. Original BMW. Mhm. Und deswegen ist sie auch kaputt. Ja, guck mal hier, wie voll der hier mit Öl ist. Ja. Randvoll. Kein Wunder, dass das Ding Öl verbrannt hat. So, den Schlauch noch rausfummeln. Können wir schön alle Schläuche ersetzen, ist der wieder tutti kompletti. So, jetzt sind wir hier im Ölbecken. Bisschen weniger Licht, aber jetzt würde ich mal gucken, ob wir den hier abkriegen. Also meine ganzen Hände sind voll. Ich schneide den einfach mal auf. Oder ist das der hier sogar eigentlich?
Kann auch sein. Guck mal hier, so ein ganz kleines Loch an der Seite. Kann auch sein, dass er da rauskommen muss, eigentlich. Aber das werden wir gleich sehen. Warte, ich schnell mal kurz auf. Der ist komplett zugeschmort, guck mal. Guck mal an. Das habe ich noch nicht gesehen. Guck mal, der ist komplett zu. Ja. Ist komplett zu. Das hier ist alles Ölschlamm. Guck mal da. Ja. Das ist ein ordentliches Superwello. Der ist komplett zu gewesen. Und hier im. Ach, guck mal da. Auch zu. Ach, das ist auch alles Schmand. Warte, hier. Müssen Brot schmieren? Nee, danke. Mehr. Den machen wir jetzt kurz sauber. Und schneller. Dann zeige ich euch, wie das eigentlich aussehen soll. Das sollte man vielleicht erkennen können, ja. Ja, jetzt der neue Schlauch da drauf. Den können wir direkt zusammen machen. So, wo wir das jetzt reinmachen. Der Schlauch gehört jetzt hier drauf. Ich weiß jetzt nicht, in welcher wie der orientiert sein muss. Aber ist eigentlich auch egal. Wir stecken den jetzt einfach unten erstmal drauf, dass der hier drauf ist. So, dann ist er ganz drauf und wir können ihn gleich noch drehen, wie wir den brauchen. Aber ich denke, das müsste ungefähr so hinhauen. Ne, warte, der war von unten. So war der, so, genau. So kommt er rein. Jetzt kommt der unten. Jetzt mal kurz gucken, ob da der O-Ring noch drin ist. Wichtig, den O-Ring von der Ölwanne. Wenn ihr neuen habt, erneuert ihn. Ich habe jetzt keinen neuen leider. So. Dann kann der da wieder rein. Ja. Ploppt rein, wie er soll. Oh, wieso geht der denn immer noch nicht drauf? Komm doch, du Sauberke. Oh, der will da nicht drauf gehen, ne? Wieso geht das denn jetzt nicht da rein? Ey, diese Schläuche fucken mich ab, ne? Ich kann ihn jetzt auch nicht mehr ausbauen, weil ich den anderen, der noch schwerer war, schon drauf habe. Oh, das ist ein Millimeter, ne? Oh, ist drauf. Oh, geil. Oh. Der war auch nicht einfach, sag ich euch. Oh Mann, ey. Puh. Nach gefühlt 100 Jahren sind alle Schläuche drauf. Nach 20 Mal die KGE ab- und ranschrauben. Keine Lust mehr. Der ist drauf, okay. Jetzt muss der hier noch drauf. Der sollte aber, ja, ich weiß, ich sagte schon, der sollte. Sollte relativ einfach da drauf gehen. Aber der so ein. Ja, gut, okay, der liegt auch ein bisschen doof hier, ne? Na komm. So, machen wir den nochmal ab. Ich brauche ein bisschen hier, genau so. Jetzt brauchen wir ein bisschen Gegendruck hier. Ja, und drauf ist er. Ja, der ist drauf. Easy. Nicht. Ja. War doch alles nicht so leicht, wie ich gedacht habe, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind alle Schläuche dran. Jetzt schraube ich die KGE fest. Auch der untere ist wieder dran, tatsächlich. Also der war sogar der einfachste. Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Aber gut. Ja, unteres dran, der läuft auch gut hier in den in den Peilstab rein. Den schraube ich dann später wieder fest, wenn hier alles fest ist. So.
Jetzt die KGE festschrauben, ganz wichtig. Weil das war ja die ganze Zeit, habe ich jetzt 20 Mal jetzt gemacht, jetzt sollte ich langsam wissen, wie es geht. Da seht ihr die neue KGE. Unten der Schlauch ist auch drauf. Das müsst ihr eigentlich auch sehen. Ich kenne ich nicht. So, ach guck mal da, ja, guck mal, der untere Schlauch ist auch drauf, der obere auch. Da hinten sind die oberen. Ja, genau da. Alle drauf. Ja. Jetzt heißt es, das ganze Massaker hier wieder zusammenzubauen. Aber es ist echt eine Scheißfummlerei. Aber ich meine, man sieht sie tatsächlich sogar von hier aus. Ja, aber es ist trotzdem ganz da hinten drin tatsächlich. Aber Fehler gefunden, Fehler behoben. Und ich denke, jetzt wird der neue Besitzer mehr oder weniger sich freuen über das Kfz. Weil jetzt ist auch der Fehler weg. Jetzt würde ich noch einen schönen Ölwechsel machen bei dem Auto. Und dann kann er weggehen. Dann ist er fertig. Oh. Und also das mit dem hier, Kühler haben wir auch gefunden. Und es ist halt kaum Wasser drin im Auto. Also das ist dann auch so ein Ding. Aber das werden wir dann testen. Also da werde ich mal einen Drucktest machen. Und gucken, wo es hingeht. Ne? Im schlimmsten Fall, meine Güte, kommt diesen mit den Dingern auch nicht so schwer. Aber glaube ich nicht. Von daher, sonst würde er auch nicht so gut laufen. Da werden jetzt direkt die Schläuche dick vom Kühlsystem. Und ich glaube, der wurde einfach nur nie richtig entlüftet. Das ist der Punkt. Und auslesen können wir den mal machen. Aber das machen wir dann im nächsten Video, logischerweise. Jetzt baue ich das zusammen, dann sehen wir uns gleich wieder. Nach gefühlten 4 Stunden später habe ich es geschafft. Ist alles wieder zusammen. Sollte zumindest, es ist alles nur provisorisch hier auf der Seite zusammen, weil der Faltenbalk ist ja eh kaputt, das hatte ich ja gesagt gehabt. Den tausche ich noch und unabhängig davon möchte ich hier den Scheiß noch reparieren, weil das auch alles Bullshit ist hier. Ich nehme sogar hier den Wasserschloss eingeklemmt. Da ist anscheinend aktuell nicht wirklich viel Wasser drin. Erklärt sich auch dadurch, dass sie den nicht richtig lüften konnten. Ich stecke den Schlauch trotzdem mal drauf, wenn wir jetzt starten. Er ist nicht ganz drauf, aber das reicht. Ich möchte nur gucken, ob alles so funktioniert, wie ich denke. Ich hoffe, sollte aber eigentlich. Wenn ich jetzt irgendwas Krasses höre, dann mache ich natürlich aus, aber ich glaube, dass das alles funktioniert hat und dass es wieder ordentlich läuft. Also, wünsche mir Glück und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke, damit sollte klar sein, dass das, was wir gemacht haben, funktioniert hat. Gehe ich von aus. Ist hier das Wasser rausgelaufen? Nee, zum Glück. Ja, im nächsten Teil werde ich dann, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr das noch sehen werdet, das hier fixen. Das ist halt nur, dass es richtig reingemacht wird. Ich habe auch gesehen, dass sie den AOC-Sensor einfach komplett falsch verlegt haben. Und halt Wasser rein, dass er hier mal entlüftet wird. Neue Entlüftungsschraube rein. Ja, und dann wieder alles zusammenbauen. Ich weiß noch nicht, wann der Faltenbalk kommt, aber das sollte kein Problem sein. Ja, ich würde sagen, unsere Arbeit war erfolgreich. Jetzt, den Faltenbalk habe ich schon bestellt, den neuen, das kommt noch rein. Dann müsste er rein technischen Ölwechsel bekommen. Ich gucke mal, ob ich das noch mache, denn ich habe schon jemanden für das Auto. Und rein theoretisch ist das Auto sogar schon weg. Deswegen, aber das klären wir dann, wenn es wirklich soweit ist. Aber vorher machen wir natürlich trotzdem die ganze Sache, damit derjenige auch ein komplett fertiges, perfektes Auto bekommt. Ich muss nochmal reingrätschen. Am nächsten Tag hier, ich habe das Ganze komplett zusammengebaut, bis auf den kaputten Faltenbalk. Und habe jetzt noch rausgefunden, weil das wollten die meisten sehr wahrscheinlich wissen von euch, woran es an diesem Klappern gelegen hat. Also dieses Klappern war ja da, das hat man ja gehört. Und ich war der Meinung, dass es irgendwas mit dem Kettentrieb zu tun hat. Die meisten von euch auch. Viele haben gesagt, auch Warnus und so weiter, dass sie das machen. Ja, richtig. Aber der Wagen hat 300.000 Kilometer runter. Ich glaube, die wurde schon mal gemacht, sonst wäre sie schon länger fällig gewesen. Schätze ich einfach mal. Im schlimmsten Fall kann es das natürlich immer noch sein. Aber ich habe insgesamt fast 3,5 Liter Öl nachgekippt. Ja. Und jetzt ist er gerade so auf Maximum. Er lief jetzt auch eine halbe Stunde, fast eine Stunde hier. Es bläut nicht mehr nach der KGE. Also ich bin ziemlich sicher, es lag am Öldruck, also am Öl selber.
Weil er sehr wahrscheinlich genug Öl aufgebaut hat, aber nicht mehr genug, um immer in jeder Position der Drehzahl die Kette gut spannen zu können. Und das passiert schon mal tatsächlich, wenn wirklich zu wenig Öl drin ist. Und jetzt macht er es fast gar nicht mehr. Also ich lasse ihn nochmal richtig warm laufen. Wir haben auch Kondenswasser im Öl, aber kein Öl im Wasser. Also das Kopfdichtung ist definitiv ausgeschlossen. Aber halt andersrum ist halt Kurzstrecke. Und das haben auch viele von euch gesagt. Richtig schönes Kurzstreckenfahrzeug, richtig schön kaputt gemacht. In diesem Sinne, danke, dass ihr mir beistandet bei der katastrophalen Arbeit. Und ich sag nicht ungern, dass es katastrophal war, weil es ist wirklich katastrophal. Das Ding auseinander zu bauen und wieder zusammen ist schlimm. Ich habe gerade eben von Paul gehört, der hat dasselbe gemacht am M52. Und er hat die Schläuche warm gemacht. Das hätte ich auch machen sollen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dadurch, dass sie so kalt sind, Ewigkeiten hier rumlagen. Naja, man lernt halt, ne? Man lernt halt draus. Aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben und alles jetzt tutti komplett ist. Und jetzt machen wir Feierabend. Wir sehen uns, bis zum nächsten Video. Und nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo. Tschüss.